herzlich willkommen zu einer, ich nenne es mal, kleinen Zeitreise, denn wir spielen ein Spiel aus meiner ganz frühen Kindheit, denn es ist mein allererstes Nintendo DS-Spiel gewesen. Die genaue Geschichte erkläre ich noch im Laufe des Let's Plays, aber wir werden natürlich Findet Nemo nicht alleine spielen, denn dafür habe ich mir einen wahren Fachmann geholt. Jemanden, der wirklich an den nordigsten Ecken Deutschlands wohnt, direkt an der See. Und Gerüchten zufolge wohnt sogar bei ihm im Haus ein Seemann, der gelegentlich so das Treppenhaus wischt. Hallo Dürmelein! Oh, also bloß erwähnt. Oh Gott, wo bin ich hier nur gelandet? Ja, bei Findet Nemo. Und Findet Nemo, ich würde sagen, finde ich gut. So, weißt du, da biegt man eben falsch ab und dann landet man hier. Ja, das Spiel, es ist so herrlich stumpf. Okay, so wechseln die Charaktere. Wir sind nämlich jetzt erst hier der gute Blubbel. Und dieser Mann, der ist bereit, ein Abenteuer zu erleben. Und wie es abläuft, das sehe ich jetzt. Na ja, gut, wie er ausschaut, ja. Drücke Start, wo ist mein Start? Ich habe A gedrückt. Okay. Nee, verkackt bloß nicht. Nee, verkackt nicht. Warte, wie ist die Steuerung? Moment. Aha! Aha! Maus. Oh, guck mal, jetzt sehe ich los. Also, ihr seht. Hey. Hä? Immerhin hast du alle eingesammelt. Ja. Ihr seht, das Spiel ist ziemlich dummsinnig, aber es ist halt mein allererstes Ess-Spiel. Jetzt kommt erstmal eine kleine Geschichte von mir. Ich war 5 Jahre alt, bekam ein Nintendo DS. Oh, vielmehr den alten meiner Schwester. Und ich hatte dafür keine Spiele, also musste sie mir 3 leihen. Meine Mutter hatte sie gezwungen. Und was dachte sie, so kann sie abtreten? Findet Nemo. Und deshalb ist Findet Nemo mein erstes DS-Spiel. Ihr seht, ich hatte Spaß als Kind mit diesem Spiel, wo man als Blubbersack durch die Gegend rollt. Ja, der kleine Nick hat sich gefreut, wa? Ja, ich war richtig glücklich. Ein Jahr später habe ich bei Animal Crossing den PC zerdeppert, wa? Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, nochmal zurück. Ja, geht Schlafen. Das? Ach, guck mal. Ist ein Hexenwerk. Ich weiß, ob die Münzen was bringen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich meine, warte, jetzt bin ich fast... Oh Gott, 15 Jahre ist es gut her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also, ich kenn's ja überhaupt gar nicht. Ich hab's mir kurz auf YouTube angeschaut und wollte wissen, was auf mich zukommt. Und zur Vorbereitung haben wir sogar den Film nochmal geguckt. Ja, das wäre auch noch. Wo du eingeschlafen bist, Freundchen. Ja, das ist so ein Ding von mir, dass ich gerne einnicke. Ja. Okay. Niaung. Oh Gott. Ah, Möwe. Hab ich jetzt gerade ein Schutzschild? Also, du schätzt dich gar nicht schlecht an, muss ich sagen. Nee, ne? Also ich fühle mich auch kurz solide. Ich dachte besonders hier verkackst du. Ich bin eigentlich voll ungelenkig. Sollte man nicht eigentlich durchrollen wie beim Autofahren oder so? Ah! Tö, warum sprichst du was an? Oh nö! Hey, ich sehe ja gerade, du hast auch genug Kerzen. Komm mal dafür. Da hast du. Ey, das Herz! Tut mir leid. Jetzt hast du wieder dein Herz. Ah. Oh. Auf jeden Fall. Ah! Nick. Was war das denn? Ich könnte mal drüber reden, über das geniale Bild auf dem rechten Bildschirm. Ich könnte eigentlich nur den linken Bildschirm aufnehmen, aber nein. Nein, ich will Zuschauern alles zeigen. Sie haben die Wahl, wenn sie mal nicht mal schlechtes Gameplay sehen wollen, einfach mal auf so einen Beutel zu gucken. Aua! Oh Gott! Also, wie ganz schön. Nick, was war das? Nick! Nein! Nein! Was? Wie kannst du wieder hier sterben? Blubbel, wir schaffen das gemeinsam, mein gelber Freund, der gelbe Rächer. Warte, nee, beim Autofahren, ich verwende ja immer die gleichen Buchstaben. Der gelbe Gemütliche. Jetzt roll doch. Achso, ich muss ja erstmal landen. Hä? Nee, wie springe ich? Sterben. Hä? Wo ist meine Sprungtaste? Wie mache ich das? Hä? Taste? Nein, warte, hä? Kuh! Warum springe ich mit Kuh zur Hölle? Wer hat sich das ausgedacht? Okay, warte, ich muss irgendwie in Bewegung kommen. Dürme, ich steck fest! Hä? Hä? Geht schon mal gut an. Aha! So. Anstatt du nicht einfach weh als Gamer so. Ach ja, ich hatte die ganze WASD ver... Da
danke, Dömel. Ich habe ja meine Steuerung bei den Pfeiltasten festgelegt. Deshalb konnte ich hier bewegen. Reden nicht drüber, okay? Ach guck mal, jetzt kann ich die ganze Zeit hüpfen. Oh Gott! Oh, die Straße. Ich muss sagen, ich habe schon wieder ein bisschen Angst vor der Straße. Meinst du? Alter, Nick, ich kann mich da verkacken. Ey, das ist ein ziemlich heikles Spiel, okay? Ganz aber vorsichtig. Wir haben früher auch so ähnliche Spiele immer so gespielt, die so quickie waren, ne? Aber die war, wenn man so zurückdenkt, die waren richtig schwer, aber in Wirklichkeit war es einfach nicht schwer, wir waren einfach viel zu doof in der Kindheit. Ich finde das gerade ziemlich schwer, okay? Vor allem als Kind hat man halt immer so diese rein Marketing-Spiele gespielt, wie das hier. Ja. Das war auch nur dazu da, so nach dem Motto, Film kam gut an, Nintendo möchte jetzt auch davon profitieren und bringt dann dieses Spiel raus. Findet Nemo die Flo... Au! Nee. Die Flo zum Blau... Au! Nee! Ich bin auf dem Auto! Nee. Nee, ich scheiße auf die Münzen. Das ist mir zu gefährlich. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel, ja, meine erste Konsole war PlayStation 2. Oh, ich hab Lauf! Ich hab Lauf! Ja, und ich hab damals Wall-E oder auch Shrek. Oh, Wall-E war der heiße Scheiß. Achso, übrigens auch mein Lieblings-Disney-Film. Ja, die Fetten, die einfach zu fett sind zum Leben. Was hat die? Oh Gott. Ice Age hatte ich ja noch. Nein! Ice Age 3. Ich hab's. Was hab ich denn noch damals gespielt? Ja, SpongeBob-Spiele. Okay. Souverän. Ich bin souverän. Ah! Oh! Oh! Mr. Krabs, gehen Sie zur Seite! Nein! Oh nee! Ey, du hast da mittlerweile alles eingesammelt. Annick, was hast du denn sonst noch so gespielt früher? Oh Gott, Madagaskar. Ja, ich hab's geschafft! Oh. Es geht noch weiter. Au. Uff. Madagaskar war auch ebenfalls eines meiner ersten Spiele. Hat mir auch meine Schwester gegeben. Mensch, dass sie den ganzen Film abdreht, den ich haben wollte. SpongeBob natürlich fand ich sehr gut. Da hatte ich voll Spaß mit diesem Spiel. Vor allem, weil da so viele Anspielungen waren. Mhm. Ich wollte gerade die Kamera bewegen, fiel mir auf. Hier ist die ganze Zeit diese Draufsicht. Und noch irgendwas? Fällt gerade auf die Schnelle nicht ein, aber auf jeden Fall sehr viel Disney. Ah ja, natürlich auf PlayStation 2, was du eben erzählt hast. Disney Prinzessin habe ich geliebt. Wundert mich nicht bei dir. Was soll das denn heißen? Und! Oh! Du hast es geschafft, oh mein Gott. Nenn mich Hulk. Die Musik, ich finde die so gut. Oh, ich sollte mal mein Mauszeig aus dem Bild nehmen. Fortfahren. Jawohl. Möchte da. Natürlich! Oh mein Gott. So. Was kommt jetzt? Blasen platzen! Die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! Ja, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch in der Folge, ne? Wir können ja nicht sagen, das war jetzt die Folge. Wir sind durch die Gegend gerollt. Ich war schlecht. Ja. So, Blasen platzen, ja. Ich bin bereit. Was ich noch damals früher gespielt habe, war. Guck mal! Die Lego-Spiele. Große Blasen, kleine Blasen, alles meine Blasen. Da ist Text, Dümmel. Ja. Ja, ich habe tatsächlich Lego gespielt. Lego Star Wars fand ich super. Hm. Hab ich auch gespielt. Benutze den Touchpad, also meine Maus, um die Blasen zu bewegen und auf dem unteren Bildschirm zu halten. Lasse so viele Luftblasen wie möglich Platz, indem du das Mikrofon. Was? Wie soll ich das hier machen? Warte, klappt das? Wir haben Zuschauer. Hä, wa? Rall ich nicht. Peil ich nicht. Wie? Ich glaub auch nicht. Wieso? Wie soll ich die Mikrofonfunktion denn nutzen? Vor allem, was macht Nemo hier? Wahrscheinlich der Mauszeiger einfach. Okay, jetzt sterben wir einfach mal. Ja, so. Mit 0 Punkten, wow. Ich hab eine Idee. Zurück. Wir sagen Spiel,
Nein, keine Mikrofonspiele. Konnte man auch damals beim DS machen. Nein. Was? Mikro an. Ja, es ist, wir finden es heraus, Dürmel, okay? Okay. Mikrofon-Setting, oh mein Gott. Okay, okay, wir testen's. Okay. Oh mein Gott, komm schon. Oh, oh mein Gott, die Story geht weiter. Komm schon, wir müssen los. Der Blubbel. Okay, komm schon. Es klappt! Es klappt! Schauer. Warte, das muss ich fünfmal machen. Dürmel, unterhalt sie mal, während ich sie hier folter. Ah ne, guck mal, es reicht, wenn ich rede. Guck mal, ich muss einfach nur Dauer reden. Irgendwie ist der Punkt, wenn ich ihn reinschiebe hier. Hallo. Machen. Unterhalten, die können mich nicht mal verstehen. Ja, aber mich... Oh, oh, zwei... Ah, warte, ich muss leise sein. Du kannst natürlich reden. Ich war gerade voll gegen die Menschen. Es hat nicht reagiert. Aha. Mach's gut. Ich hab kein Zelt mehr. Fünferkette. Boah, nee. Du musst übrigens anscheinend 500 Punkte haben. Ich spucke einfach nur die ganze Zeit. Türmisch davor würdest mir gegenüber sitzen. So die ganze Zeit. Wie Patrick eine Torte auspustet. Ich liebe diesen Let's Play Start. Erst stelle ich mich dumm an. Und jetzt spucke ich durch die Gegend die ganze Folge. Du, ich hoffe, du unterhältst. Ich mach einfach dein Bildschirm an. Hey! Oh nein! Das war aber eine knappe Sache. Ich ersticke gleich! Ey, du hast 122 Punkte. Oh, ich brauche eine kurze Pause und einen Schluck. Nick! Wie schnell, puste! Ich hatte Nemo in der Hand und ich hab noch ein Leben! Nick, wenn du das verkackst. Tim, ich liebe es, dass wir spielen! Aber es ist schon heikel. 100 Punkte! Ich bin jetzt bei 185. Es ist halt ein Spiel mit realistischen Maßstäben. Da im Jahre 2006 wollten die Leute halt noch, dass die Kinder zu Hause sitzen und 5 Minuten Bildschirm anpusten. Das ist der Spielspaß, den die Kinder schon immer gesucht haben. Ey, wie lange ist schwindelig? Okay, wir lassen wir ein paar mehr kommen. Nee! Mann! Was ist denn für ein Hey, Tim, ich muss sagen, ich habe bisher richtig Spaß mit diesem Let's Play. So viel Spaß hatte ich selten bei irgendeinem Let's Play. Ich krieg oben Blutdruck. Verstehe nicht, wo dein scheiß Problem ist. Ey, ich puste doch! Mann. Hier ist schon wieder was los. Ja. Was hältst du von Blubbel, unseren ersten Begleiter hier? Ich finde ihn super. Der ist so glücklich. Ja! Ey, schon 29 Punkte. Das ist der Stoff, für den ich hier bin. Okay, machst du dich bereit? Ah! Es klappt! Es klappt! Ich wollte es nur weiter. Oh, oh. Ich weiß was, ich konzentriere mich mehr aufs Ausweichen und rede einfach nebenbei. Das ist die Strategie.
Ja, so kann mir keinen dummen Fehler passieren. Ey, dieser verdammte Nemo, warum ist er hier? Der stört doch nur, der Lump. Das ist wahrscheinlich der Mauszeiger. Oh mein Gott, stimmt! Damals auf der hatte man ja Das ist mein... Oh, Dürme, du hast recht. Hab ich dir doch schon gesagt. Du verdammte Legende. Seht ihr, liebe Leute, ich sag doch, ich habe einen Fachmann dabei. Ich hab's euch gesagt. Ey, bringen mehr Punkte, wenn die rot sind? Nee, glaubst du aber nicht, dafür braucht man kein Fachwissen. Ah! So wie ich heute, ich hatte Probleme, meinen PC zu starten. Der Bildschirm blieb einfach schwarz und was mach ich? Ich schreibe direkt Dürmel an mit einem heulenden Smiley. Anstatt irgendwas zu versuchen, irgendwie die, weiß nicht, Anschlüsse zu kontrollieren. Ja, ich hab's nebenbei versucht, eigentlich. Ich wollte nur schon mal mitteilen, dass ich gerade dabei bin. So als kleine Vorwarnung, dass ich dich gleich verzweifelt anrufen könnte. Ey, guck mal, ich hab 110 noch alle Leben. Bei wie viel bin ich eben gestorben? 180? Läppisch. Das ist jetzt der Versuch. Hoffe ich doch. Dann krieg ich noch Rücken. Ah! Ich wollte ein paar Punkte. Ich lasse jetzt immer drei kommen und dann sage ich was. Es klappt einfach. Ja! Es ist quasi Pusten. Naja, letztlich atmet man ja aus beim Sprechen, ne? Von daher verstehe ich es. Es ist als Pusten gewertet. Ich red doch! Gewertet wird. Ah! Ich kann die Gelegenheit immer nutzen, um mir ein köstliches Stückchen zu genehmigen. 180. Das nenne ich einen neuen Rekord an der Stelle. Immerhin bist du gleich passiert. Immerhin. Oh mein Gott, Dürme. Ja. Ich habe gerade einfach viel zu viel Spaß mit sowas, ne? Das ist so stumpf. Es ist so stumpf. Ich glaube, das ist das Stumpfeste, was ich jemals gebracht habe auf meinem Kanal. Na, mit Coffee Run. Mit Coffee Run. Euch erwartet nur ein Video. Und nicht drei. Das ist eine ganze Reihe. Ich so, Nick, mach das doch als Nick Spielspaß. Ja, so, nein, das ist ein Projekt hier. Ja, richtig, richtig. Weil ich hatte nämlich vor, mehrere alte DS-Spiele zu bringen, die ich in meiner Kindheit gespielt habe. Weil, wo zeigt man mehr über sich als in seiner Kindheit? Ja. Und jetzt seht ihr, wo klein Nikilai mit 5 Jahren Spaß dran hatte. Vor mich hatte da ja wirklich diese 3 DS-Spiele, die meine Schwester an mich abtreten musste, vor mir liegen. Und was dachte ich mir, so welches ich von denen als erstes spiele? Oh, Findet Nemo, die Reise ins blaue Meer. Das sieht nach dem Spiel aus, was ich spielen möchte. Und dann bin ich da gerollt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ist das super. Nee. Es werden mehr. Es leise wird's hier heikel. Ja. Oh mein Gott! Nicht vergessen zu reden. Ich hoffe, wir bekommen wo soll ich hier schneller durch, das wird mir zu heikel. Gott, Döme! Was ist das? Machst du den Schaffner? Ja! Ich glaube, Tim wäre richtig gut in diesem Spiel. Hilfe! Nein! Komm her! Nein. Komm! Nein. Komm, du Affe! Jetzt komm her! Wie, du verkackst das jetzt gegen Ende! Alter! Geht weg! 400! Du bist schon bei 400! Du hast es gekriegt! Nein! Ich dachte gerade, ey. Noch 5 Punkte! Ja! Oh mein Gott! Und das ist immer noch nicht jemand sagen, das Spiel ist nicht schwer! Das,
viel falsch speichern. Meine Nerven. Oh mein Gott, in der nächsten Folge geht's mit Slalom weiter. Und nicht nur mit irgendeinem Slalom, sondern mit das Slalom. Ey, vor allem, weißt du, was ich gerade an der Stelle frage? Was müssen meine Nachbarn unter mir denken? Ich habe gerade 10 Minuten konstant durchgebrüllt. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr freut euch auf das Findet-Nemo-Abenteuer, was uns jetzt hier die nächsten Wochen begleiten wird, jeden Dienstag und Donnerstag. Ich muss sagen, ich find's jetzt schon super. Der gute Blubbel, ich denke, den sehen wir noch in der nächsten Folge. Dann haben wir all seine 4 Dinger hier aufgebraucht. Oh, Dümmel, denkst du auch, wir schaffen Blubbel nächste Folge? Ja, hoffe ich doch. Was? Sind meine Nerven am Ende. Dürmels Nerven liegen blank, auch wenn er es nicht verspielen muss. Er sitzt hier ganz gemütlich, aber ich finde es schön, dass du genauso mitfieberst. Ich esse schon die ganze Zeit dabei, asiatisch. Ui, guten Appetit. Ich meine, guten Appetit. Dürmel, möchtest du diesen mal die Verabschiedung übernehmen? Eigentlich nicht. Okay, ich habe es ja mehr oder weniger schon gemacht. Du hättest eigentlich nur Tschüss sagen müssen, aber gut. Naja. Dann bis Donnerstag, wenn es wieder heißt, wir blubbeln durch die Gegend. Tschüss!